Moin Leute, ich dachte, ich mache mal eben ein kurzes Video, weil mir dieses Thema gerade irgendwie unter den Nägeln brennt. Und zwar, wir sind jetzt so nah wie an der Legalisierung wie noch nie zuvor. Da sind wir uns alle einig. So. Und trotzdem haben viele Leute nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit immer nur drauf rumzureiten, warum es dann am Ende doch nichts wird. Ich kann das nicht nachvollziehen und das ist auch nicht, ja, also es ist absolut kontraproduktiv. Lasst uns doch einfach gegenseitig helfen. Lasst uns gegenseitig motivieren. So, was denken diese Leute sich, was für Effekte denn dieses negative Denken hat? Und auch, es wird ja quasi dazu aufgerufen, sich nicht zu engagieren, wenn man es denn mal so will. Bringt uns das weiter? Nein. Keineswegs. So, wir brauchen mehr Leute, die sich engagieren. Wir brauchen mehr Leute, die auf die Straße gehen. Wir brauchen mehr Leute, die Post schreiben. Wir brauchen mehr Leute, die E-Mails schreiben. Wir brauchen mehr Leute, die twittern. Wir brauchen mehr Leute, die, keine Ahnung, was machen. So, und es gibt so viele Möglichkeiten, auch anonym etwas zu tun. So, und dann kommen diese Leute, die ständig meinen, alles negativ ins Schlecht zu reden zu müssen. Das bringt ja eh nichts. Die Post wird eh nicht gelesen. Die E-Mails werden eh gleich gelöscht und so weiter. Und das ist nicht so. Davon bin ich überzeugt. Also ich kriege ständig Rückmeldungen von Politikern, oftmals auch von der Sekretärin, die vorgefertigte Antwort-E-Mail, klar. Aber oftmals kriege ich auch wirklich Rückmeldungen und teilweise kann man sogar mal diskutieren. So. Und ich verstehe es einfach nicht. Wo ich es nachvollziehen kann, ist, wenn Leute seit Jahrzehnten kämpfen und sind müde und frustriert und werden immer wieder enttäuscht worden. Klar, das macht einen irgendwann fertig. Und man denkt sicherlich, dass das eh nichts mehr wird. Also ja. Aber wir sind in einer richtig guten Situation jetzt. Und ich bin davon überzeugt, dass das was wird jetzt. Unsere neue Regierung, die will, das glaube ich denen. Und wir können mit Sicherheit, auch wenn es nicht morgen schon das Cannabis-Kontrollgesetz geben wird, eine richtige Entkriminalisierung bekommen. Und auch die Führerscheingeschichte kann angegangen werden. Das sind Sachen, dafür brauchst du keinen Bundesrat. Das kann so funktionieren. So, Schnipsi, mal eben, theoretisch. Also, ne, ein bisschen übertrieben gesagt. Aber dafür müssen wir uns weiter engagieren und nicht Leute demotivieren, sondern zusammenhalten. Leute ins Boot holen. Ja, wir müssen noch viel mehr werden. Ja. Ich finde es sehr geil, was auf Twitter gerade alles passiert. Da bin ich auch sehr aktiv. Und es wäre cool, wenn da noch viel mehr Leute mitmachen. So, man kann dann auch ja, anonym dabei sein. Es ist nicht so, dass irgendein Polizist irgendeinen Twitter-Account sich vornimmt, weil derjenige sich positiv für die Legalisierung ausgesprochen hat und dann der dann irgendwelche Konsequenzen kriegt oder so. Viele haben ja Angst, ne, dass sie irgendwie Probleme kriegen, wenn sie sich engagieren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber die denkbar schlechteste Variante ist, ständig nur negativ zu reden, Leute zu demotivieren und dann quasi am Ende dafür zu sorgen, dass sie sich dann doch nicht einsetzen, weil es wird ja eh nichts. Bullshit. Ne? Ständig nur der DAV ist böse. Ihr kennt ja die Geschichten. Das ist meiner Meinung nach alles Quatsch und absolut kontraproduktiv. Und lasst uns doch einfach zusammenhalten. Lasst uns zusammenhalten, lasst uns zusammenarbeiten. Das ist eigentlich so eine geile Community, auch wenn wir alle völlig unterschiedlich sind. Das ist ja auch das Gute. Uns vereint der Wunsch nach der Legalisierung, aber alle sind ganz unterschiedlich. Und das bereichert ja auch. So, und ja. So viel dazu. Das wollte ich nur mal kurz loswerden. Und ich hoffe, dass gerade jetzt, wo die Chancen so gut sind, noch viel mehr Leute mit ins Boot kommen und sich einsetzen, sich engagieren, damit wir das jetzt bald eingetütet haben, das Thema. Denn da sind wir uns mal alleine, das nervt total und es ist absolut ätzend, dass es noch nicht längst so weit ist. So, soweit, so gut. Schönen Abend, Leute. Ich wünsche euch was. Wir hören und sehen uns irgendwann irgendwie. Ciao.